Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen mit der Calcio-A-Mannschaft. Ich hatte ja gesagt, dass ich gucken will wegen dem neuen LM. Linkes Mittelfeld für die Bundesliga. Reus ist natürlich am geilsten, aber der kostet am PC immer noch über 100.000. Das ist mir einfach zu teuer. Das ist ein sehr merkwürdiges Team, weil teilweise sehr schwache Spieler dabei sind, wie Oud von drin, aber auch teilweise sehr starke Spieler wie Boateng, Vidal und Reus. Ich denke mal, er wird jetzt ja, wechseln und den auswechseln, alles klar, das habe ich mir schon gedacht. Weißt du, wer da jetzt reinkommt? Ronaldo oder irgend sowas. Er wird Oud auf jeden Fall auswechseln. Brozinski, okay, ist interessant. Brozinski ist halt auch eher schwach. Sobald ich Alaba hat, würde er ja perfekt reinpassen. Aber okay, was wollte ich sagen? Genau, und ich, ja, Reus ist mir einfach noch zu teuer und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her hat mir einfach Ribéry am besten gefallen. Und da Ribéry ja letztes Jahr unglaublich abgegangen ist, Tore geschossen hat, obwohl er einfach einen durchschnittlichen Abschlusswert hatte, habe ich mir gedacht, Ribéry musst du jetzt einfach wieder testen. Ribéry ist natürlich die Ausdauer das Problem, aber hat Reus auch das Problem mit der Ausdauer. Aber ansonsten, ja, bin ich gespannt, wie sich Ribéry spielen lässt. Ich denke, er wird auf jeden Fall besser sein als Zuber. Sollte ja auch nicht so schwer sein. Mein 0,2 Scorerpunkte, also aller 5 Spieler ein Scorerpunkt ist irgendwie nicht so berauschend. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was er. Okay, da ist Oud, aber er wird wahrscheinlich, ja genau, erst eingewechselt, wenn er jetzt das hier macht. Lukaku hat er geholt, okay. Logischerweise sollte der Ball nicht dahin, sondern auf den Außenverteidiger. War vielleicht ein bisschen leichtsinnig von mir, da diesen Seitenwechsel zu probieren. Macht er leider gut mit Valencia. Wo haben wir denn gefoult? Egal. Konzentrieren, der Gegner scheint gerne zu tricksen. Hat Berbers ja schon zweimal gemacht. Müssen wir uns merken, warum drückt er das nicht weg? Legia Warschau hat er, okay. Boah, das hat er leider richtig gut gemacht. Und das war eine mega krasse Parade von Donnarumma. Na komm, wir gehen mit dem Khedira in den Sprint. Ach mein Gott. Also es läuft gerade richtig, richtig scheiße. Das ist eine schöne gelbe Karte, würde ich mal sagen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich so frei bin, wäre natürlich noch. Weitergelaufen. Oh, eigentlich haben wir uns gut hingestellt. Das wird ein anstrengendes Match, ich werde auch nicht so viel reden jetzt. Was war das denn?
Das wäre auch so lucky gewesen, ey. Zum Glück hat es nicht funktioniert. War das knapp. Machte gut. Was? Wir waren zuletzt dran? Nice luck. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes on each lap. Oh, zum Glück ist das kurze Eck. Jetzt kommen wieder die scheiß Ecken, ey. Aber ich denke, wir haben es abgesehen vom Anfang eigentlich ganz gut verteidigt dann. Gegner ist ein bisschen gefährlicher gewesen in seinen ersten Minuten, aber dann war es eigentlich relativ ausgeglichen. Deswegen stelle ich auch nicht um und versuche jetzt nicht hier zu experimentieren. Ich habe ja gesagt, das würde ich nur machen, wenn ich in Rückstand gerate und halt keinen Zugriff auf den Gegner bekomme. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich hier erstmal in der Formation weiterspielen. Gegner ist wirklich ziemlich gut, das ist schon mal ziemlich scheiße. Oh, eine schöne Situation, aber es hat nicht gereicht. Vielleicht hätte ich normalen Schuss nehmen sollen, keinen flachen. Aber meiner Meinung nach nicht straff genug. Ich stand aber auch genau im Weg, er schafft es trotzdem zu schießen. Das war doch abgefälscht, what? Dass diese Scheiße jedes Mal funktioniert, gibt's doch nicht. Was machen denn meine Spieler? Danke, Kedira.
war ganz gut gespielt, das hat nicht gereicht. Kein Foul, alles klar. Gegner wird verdient auf jeden Fall, aber ich stelle jetzt mal um. Gucken, was was bringt. Wo stelle ich Informationen um? Ach, hier. Oh Mann, reagiert natürlich wieder nicht. Toll. Schlecht gespielt von mir. Nice luck. Oh, ist das einfach. Das gibt's ja nicht. Also das ist in der Höhe auf jeden Fall unverdient. Das schaffen wir jetzt logischerweise auch nicht mehr zu drehen, aber es geht mich auf. Eine gewisse Restchance gibt es im Sinne FIFA 18. Schöner Anschlusstreffer von Quadrado, aber es ist, wie gesagt, noch rein theoretischerweise möglich. Deswegen bleibe ich auch dran. Aber das wäre schon das größte Comeback aller Zeiten, zumindest für mich. Drei, zwei. Es wird nochmal spannend, Freunde. Das wäre schon geil gewesen, wenn der reingegangen wäre. Ich hätte dich doch eher umstellen sollen. Ja. Natürlich abseits. Oh, so ein Lacker.
Ah, das war's. Schade, aber geil gespielt. Also, wir sind dran geblieben. Ich hätte vielleicht eher schon mal umstellen sollen, es hätte ja gut funktioniert. Aber okay, dieses 4-1-2-1-2 werde ich dann wohl mal häufiger antesten, wenn es nicht läuft. Ja, wir haben trotzdem Man of the Match, sehr nice. Ich denke, leider Gottes ist es trotzdem verdient, für den Gegner so knapp zu gewinnen. Wir hätten wahrscheinlich eher umstellen sollen. Vielleicht mache ich es in Zukunft auch schon eher, nicht nur wenn ich in Rückstand bin. Mal gucken. Weil in dem Spiel lief es ja wirklich nicht wirklich gut nach vorn. Müssen wir mal schauen. Aber das war erstmal eine ganz gute Erfahrung. Immerhin zwei Tore noch geschossen. Nochmal rangekommen, nochmal spannend geworden. Wäre natürlich geil gewesen, das dritte auch noch zu schaffen. Aber man kann nicht alles haben. Was soll's? Und jetzt ist der große Moment. Ribéry ist an der Reihe. Ich bin gespannt. Noch keine volle Fitness, weil ich habe ihn mit ein bisschen weniger Fitness gekauft. Gab natürlich Katalyst, weil er ist nicht der Allerschnellste. Hat nur 79 Sprintgeschwindigkeit, deswegen brauche ich mit Katalyst einfach einen Champions League-Style, der seine Pace komplett boostet. Deswegen ist natürlich sein Abschluss ungeboostet, also guckt euch an, Abschluss 76, Stellungsspiel 81, Schusskraft 76, Fernschüsse 75, also ziemlich durchschnittlich. Mal gucken, ob er trotzdem abgeht, wie letztes Jahr an Tore schießt. Und Radecki werde ich auf jeden Fall behalten, deswegen bekommt er jetzt auch einen großen Vertrag von mir. Scheint mir auf jeden Fall schon mal nicht schlechter zu sein als Fährmann. Gab sogar schon eine Situation, wo ich gedacht habe, ui, das war ziemlich krass gehalten von ihm, hatte aber Fährmann auch einige Male. Also ich glaube einfach, die werden sich nicht so viel nehmen. Da ich aber Radecki einen Tick kompletter finde als Fährmann, er hat halt einfach die bessere Geschwindigkeit, also kommt schneller aus dem Tor raus, er hat den besseren Abschlag und ich denke bei den anderen Sachen, Hechten, Reflexe, Ballsicherheit und Stellungsspiel, da ist es so, dass sie sich ein bisschen gegenseitig aufheben. Also Fährmann ist vielleicht ein bisschen besser im Stellungsspiel und in der Ballsicherheit. Dafür ist halt Radecki besser in den Reflexen und in den Hechtwerten, also leicht natürlich nur. Schade. Ich dachte, er antizipiert anders, das war dumm von mir. Ich hätte entweder schießen sollen oder passen. Gerade weil Bender auch nicht das beste Dribbling hat. Das ist dann, glaube ich, nicht so schlau, wenn man da versucht, irgendwie übers... übers Dribbling irgendwas zu regeln. Und krass, wie wir einfach dran waren und er den Ball nicht weglässt. Oh, das ist Ribéry, mit dem wir das gemacht haben. Nice. Er gefällt mir vom Gefühl her schon mal richtig geil, was vor allem daran liegt, dass sich sein Dribbling unglaublich krass anfühlt. Mal konzentrieren. Oh. Ja, ich wollte mal abschließen, es war jetzt einfach nichts mehr so Schönes zum Anspielen da, wenn ich ehrlich bin. Was wäre es gewesen, wenn jetzt Ribéry direkt hier ein Tor schießt, ey?
Was kann da noch kommen? Ach ja, wir müssen mal wieder die Spielerrollen einstellen. Fuck, wir haben jetzt schon so viel gewechselt. Vielleicht macht nämlich Ribéry hier die besseren Flanken, ich weiß es nicht. Schöner Schuss dafür, dass er eigentlich keinen krassen Distanzschuss hat. Und ja! Tolisso, nice! Fuck, Mann! Das war wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, man sieht, dass es jetzt vielleicht einen geilen Kopfball gibt. Wobei man zugeben muss, in FIFA 18 ist es nicht mehr so krass. In den vorhergehenden FIFA-Teilen war es halt eher so, dass man halt dann eigentlich schon an der Flanke gesehen hat, die kommt richtig geil, also Flanke inklusive der Punkt, wo er hingeht, die kommt richtig geil und es wird ein Tor. Also das hat man wirklich in gefühlt 80% der Fälle wusste man das. In FIFA 18, muss ich sagen, habe ich es auch schon oft gehabt, dass ich gedacht habe, oh, das wird jetzt ein Tor. Und dann gab es noch nicht mal einen geilen Kopfball und hier ist beides gekommen, der Kopfball und auch das Tor. Nice. Tolisso. Und endlich mal wieder ein direktes... Tor nach einer Ecke, es wurde aber auch Zeit. Was macht denn jetzt? Haben die Seiten gewechselt? Warum das denn? Schöne Grätsche. Och Mann, Tolisso zweimal dran. Wir bleiben nicht im Ballbesitz. Oh, das hat er gut gemacht, aber wir haben Glück, dass Schmelzer hier eigentlich foult, was aber nicht als faul gesehen wird, weil er sich einfach einen Weg stellt. Und das wird einfach nicht gepfiffen bei FIFA. Schönes Ding. Bitte abgefällt vom Gegner. Danke. Nächste Kopfball von Tolisso. Ist Tolisso denn zu kopfballstark? Er steht aber halt auch immer da. Süle mal wieder. Also. Och, Origi, ich habe wieder versucht abzubrechen. Danke. Das war interessant, aber schön gemacht von Süle. Schön gemacht von Tolisso, da jetzt hier drauf und dran ist, Man of the Match zu werden, wenn es so weitergeht. Ich habe doch nicht Flügelwechsel eingestellt. Ich verstehe gerade nicht, warum Origi und Ribéry gewechselt haben. Ich meine, nicht, dass es mich mega stören würde, aber... Krass, da ist es doof von Ribéry. Was sonst? Oder? Was sonst? Nice! Nice! Ja! Ribéry ist direkt wieder angekommen. Ah, oh, ich mich gerade freue, Mann, Alter. Das ist so geil. Ah, oh, ich liebe Ribéry. Ich meine, er macht auch manchmal Scheiße. Also, er hat Charakterzüge, die sind kacke. Aber er ist eigentlich ein cooler Typ, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich ihn auch gerne im Team und spiele gerne mit dem. Und ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber... Ich meine, klar, es war ein Abstau, aber wir mussten ja erstmal machen. Hatten gemacht, zweites Tor, damit... Jetzt war das Spiel noch nicht entschieden, aber Gegner spielt jetzt nicht so gut, muss ich zugeben. Also, wenn ich weiter konzentriert spiele und jetzt nicht direkt den Anschluss fress, dann sollten wir das Spiel auch gewinnen. Wieder Ribéry zusammen mit Origi und das war ein Foul. Da wird auch Ribéry Man of the Match. Ich weiß auch nicht, wer die... Ach doch, Kimmich hat die Flanke gegeben. Schau da. Ist aber auch ziemlich eng und ich muss sagen, deine Trikots nerven mich ein bisschen. Wieder ein umgerissen und es gepfiffen wird, aber... Ja. Das wird halt hier meistens nicht als faul gewertet.
Alter, Ribéry hat so ein geiles Dribbling, ist unglaublich. Also ich würde fast sogar sagen, bisher bestes Dribbling, was ich bisher im Spiel gefühlt habe. Vielleicht der aufgewertete Scream Pulisic war auch ziemlich krass. Aber ich glaube sogar, Frank ist noch ein bisschen besser als der Scream. Der aufgewertete, nicht der normale Scream, nicht der 79er, sondern der aufgewertete 85er Scream Pulisic. Aber ich glaube, Ribéry ist besser als der. Vom Dribbling jetzt. Und auch Cuadrado, der ja eigentlich auch ein mega krasses Dribbling hatte als 89er aufgewerteter Scream. Auch bei denen, die haben immer noch die Seiten getauscht. Ich verstehe das nicht. Die sind ja durch. Sag mir das doch. Vorlage, Ribéry, Doppelpack im ersten Spiel. Also zwei Scorerpunkte im ersten Spiel. Das ist, denke ich, der Deckel. Vielleicht bricht der Gegner sogar ab. Ah, hätte er wahrscheinlich schon auf Pause gedrückt. Aber ich denke, bei dem 4-0 könnte er abbrechen. Zumindest, wenn es jetzt relativ schnell kommt. Schön, wie sich Ribéry... Das ist auch krass. Ich finde Ribéry ist auch im Zweikampfverhalten ziemlich gut. Was eigentlich keinen Sinn ergibt bei seinen Werten. Aber Ribéry ist einfach so ein Spieler anscheinend. War ja auch im FIFA 17 so. Der hat einfach... Der kann Sachen, die er eigentlich nicht nach Werten her nicht so können sollte. Wieder ein bisschen Glück und dann wird der Fluss wieder abgefälscht. Ach, schade. Er sollte eigentlich zu dem hier, zu Tolisso gehen. Schön gemacht mit Schmelzer. Wenn Schmelzer einen besseren Pass hätte, wäre echt geil. Also von dem eine Inform wäre halt richtig nice. Ich glaube, das habe ich mir letztes Jahr auch schon gewünscht. Und ist auch nicht passiert. Krass hier. Das meine ich hier. Ribéry hat keinen Körper und schafft es trotzdem, sich da durchzusetzen. Und dann dadurch... Oh, der Ball ist noch drin. Und dann dadurch eben an den... den Ballbesitz zu behalten. Das verstehe ich nicht. Jetzt wird's eklig. Sei denn, wir machen es mit Süle gut. So frech, und das war glaube ich schon wieder Vorlage. Ich wusste, habe ich nicht gesagt, 4-0, das war glaube ich schon wieder Vorlage von Ribéry. Aber so frech, wie ich ihn echt noch flach spiele und ihn so und Werner ihn dann so perfekt ins Eck setzt, flach, dass obwohl der Gegner am Boden rumkrätscht, der Ball halt trotzdem reingeht. Sehr krass. Ich wollte ihn halt flach schießen, weil ich dachte, nicht, dass ihn jetzt normal schießt, dann schießt ihn Werner drüber. Die Flachschüsse gehen halt einfach zumindest nicht drüber, wenn dann gehen sie halt vorbei. Zwei Tore Werner, eins Ribéry, eins Tolisso und Vorlagen, ich werde zwei Ribéry. Hat auch direkt eine krasse, ja, oh, das ist krass. 3 Scorer-Punkte im ersten Spiel, Heide Röslein. So, und jetzt, bevor ich vergesse, Spielerrollen einstellen. Haben aber auch verdient gewonnen, das Spiel. Sehr schön, schönes 4-0. So, Spielerrollen. Kimmich, kurzer Freistoß, Ribéry, okay. Langer Tolisso, Elfmeter, Arangis, Kapitän, Kimmich, what? Nein! Das ist ja nicht mal der Älteste, wen will ich denn hier nehmen? Ich habe eigentlich immer gerne den Torhüter als Kapitän, muss ich zugeben. Machen wir das gleiche noch bei der Kacho. Kommen irgendwie schon wieder Hunger, hab da vorher was gegessen. Ich glaube, eine Aufnahme mache ich auf jeden Fall noch, bevor ich was esse. Und... auch hier stellen wir mal die Spielerrollen ein. Lichtsteiner, Lichtsteiner, Brozovic, Philippe Andersson, Icardi, Kapitän Icardi, eigentlich... Ah, wobei, ich glaube, hier lasse ich sogar Icardi, Donnarumma ist so okay, aber ich habe keinen Bock drauf, dass der Kapitän wird, wenn ich ehrlich bin. Oder Lichtsteiner? Ja, ich glaube, ich will, dass Lichtsteiner Kapitän ist. Ich glaube, es ist in FIFA sowieso komplett egal. Moment, hat er jetzt auch gespeichert? Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Ich bin gespannt, ob Ribéry so weitermacht. Origi hat er jetzt erstmal nichts mehr gezeigt. Er hat da noch ein bisschen Vorsprung. Gerade wenn wir die 3 Spiele wegrechnen.
Also wir müssen dann, wenn vier, also eins müssen wir immer wegrechnen. Also entweder hat er 5 Scorerpunkte in 7 Spielen, was mega krass ist, oder halt in 4, was noch krasser ist. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis, tschüss, tschüss.